das komplette Team of the Years in den Packs. Haaland ist es noch drin als 12. Mann und zusätzlich kamen die ehrenvollen Erwähnungen dazu. Dazu noch eine SBC und mal wieder eine Flashback-SBC, die uns heute erwartet hat. Die letzte war Paul Pogba und auch die kam extrem gut bei den meisten an. Und heute ist es die Flashback von Sadio Mané, die den ganz nochmal eine ganze Schippe drauflegt. Wir schauen uns die SBC heute gemeinsam an, wie gut die Karte ist, wie viel sie kostet und vor allen Dingen, ob die sich preis-leistungsmäßig lohnt oder eher nicht. All das heute im Video, also bleibt unbedingt bis zum Ende dran, hört mir genau zu. Und wenn ihr das Ganze jetzt schon mal supporten wollt, dann gebt noch oben da, würde mich und vor allem auch das Video im Algorithmus mega, mega pushen. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr jetzt gerne die Glocke aktivieren und den Kanal abonnieren. Kuss geht raus an jeden da draußen, der das Ganze schon getan hat. Wir haben jetzt erstmal genug gelabert und gehen direkt rein in Ultimate Team. Und Jungs, ich bin mega gehypt. Peace Mates, was geht ab und damit willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem erneuten Video. Es ist Freitag, das heißt wieder Content-Tag. Und da wir im Toti sind, ganz, ganz spezieller Content. Und damit gehen wir auch direkt mal rein in Ultimate Team. Wir haben ja seit Donnerstag, also seit gestern komischerweise schon, das gesamte Toti drin. Ich dachte eigentlich, das kommt erst am Freitag, aber kam jetzt schon gestern, wo haben wir Ultimate Team hier, kam schon gestern, denn heute ist wirklich das komplette Toti, also alle 12 Spieler, ja, das ist die 11 und der 12. Mann, der jetzt am Ende meiner Meinung nach komplett verdient, Erling Haaland geworden ist. Damit haben wir wohl eine der legendärsten Spitzen mal wieder, einfach Mbappé und Messi, ja, und dann noch ein Haaland, das ist sowas von geisteskrank, gut. Ich habe gerade irgendwas im Shop, 3, irgendwas mit 3, habe ich irgendwas vergessen? Ich habe eigentlich 99 Packs, eigentlich, heute mache ich nämlich die 100 voll, aber perfekt, noch ein paar Bronzekarten. Heute machen wir nämlich die 100 Packs bei mir voll mit der Tagesanmeldung und morgen, ja, 99 und morgen in einem Stream, Jungs, deswegen Glocke an. Morgen kommt ein Stream, da machen wir alle fucking Packs hier auf. Dann gehen wir direkt mal rein in die SBC. Wir haben ihn gerade schon kurz gesehen. Den Sadio Mané Toti Flashback 93er Rating, 4 Sterne, 4 Sterne bei den Bayern, also nice, wenn man einen Bellingham zieht, dann kann man sich die SBC schon mal, ja, linktechnisch sehr gut mitnehmen. 94 Pace, 92 Dribbling, 88 Schuss, 86 Pass, 49 Def und 83 Physis hat die Karte, also extrem, extrem gute Werte, 1,74, ja, groß ist er nicht, muss er auch nicht sein. Mané, wir kennen ihn, geil, hier einfach so random rotes T-Shirt. Wir können ihn außer LF auch auf LM und MS spielen, also ich denke mal, die meisten werden ihn einfach auf links außen spielen, macht mir den Stats am meisten Sinn. Antritt 95, Sprint 94, ist krank, Beweglichkeit 97, Balance 92 und ich finde es so schade. Der ist klein, aber er hat Sprungkraft 94, Kopfballpräzision 92. Wird nicht ganz so viel bringen. Wäre 1,80 größer, dann ja. Aber so ist halt ziemlich klein. Aber ich denke mal, die Stärken liegen eher im Dribbling. Das sieht man auch hier mit dem Dribbling von 92, Reaktion 85, Ballkontrolle 90. Das ist krank. Kurzer Pass sogar 90. Abschluss 91, also auch schusssicher ist er. Schusskraft 88, geile Werte. Flair, Tempo-Dribbler und ja, Teamspieler hat er hier als Spezialeigenschaften und übers Linken brauchen wir nicht reden. Senegal ist so semi-gut, Senegal, semi-gut. Wir haben aus Senegal zum Beispiel noch den Koulibaly aus der gleichen Nation mit geilem Rating. Wir hätten einen Mendy im Tor mit gleichen Rating, sonst würden mir jetzt keine Senegalesen einfallen, die in FIFA jetzt relevant zu erwähnen sind, die halt gut sind. Aber mit der Bundesliga allein Bellingham, Toti jetzt, kann man da super, super gut Chemiepunkte aufbauen. Die Frage ist aber jetzt, also ob die Karte gut ist, brauchen wir nicht reden, die Karte ist gut. Aber wie viel kostet sie und ist dieser Preis verdammt auch gerechtfertigt oder ist es zu teuer? 4 Teams sind wir abgeben, das erste Team FC Bayern München. Da müssen wir ein Team abgeben mit 84 Gesamtbewertung, einer Inform mindestens und mindestens einem Bayern-Spieler im Team. Und dafür bekommen wir ein Gold Pack klein. Das zweite Bundesliga, da brauchen wir einen Bundesligaspieler, eine Inform in einem Team mit einer
mindestens 85er Gesamtbewertungen bekommen dafür ein Prime Goldspieler-Pack, auch hier klein. Das vorletzte Team, 87er Gesamtteam, da brauchen wir einfach ein 87er Gesamtteam und eine Info mindestens in der Startelf. Und die 88 ist das letzte Team, da brauchen wir einfach nur ein 88er Team. Für beide bekommen wir einen seltenen Goldspieler und beim zweiten einen seltenen Elektrum-Spieler-Pack. Also kurz gesagt, ein 84er, 85er, 87er und 88er Team. Die Frage ist, wie viel kostet das Ganze jetzt so umgerechnet? Ich würde mal sagen, wir sind ja bei knapp unter 1 Million. Was ist die beste Lösung und gibt es Alternativen? Ja oder nein? Und dazu gehen wir auf Footbin. Also mit dem Preis habe ich mich ein bisschen verschätzt. Ich dachte so 800k oder sowas, aber wir sind ja bei 567k. Was mir hier sofort aufgefallen ist, ist, wir haben ja noch zwei 92er Variationen, die halt nah dran sind. Einmal die Weltmeisterschaftskarte. Gut, da habt ihr jetzt überall eins weniger, Def sogar zwei und Füße sogar drei. Was eine coole Variante ist, nochmal zum Reminder, die Flashback kostet 575k. Und zum Beispiel die Once to Watch, wo ihr überall nur ein Minus habt, kostet 450k. Also ihr spart euch hier schon mal gute 100k. Wobei ihr die ja sogar noch später verkaufen könntet, wenn ihr nicht mehr spielen wollt, einen Teil der Coins zurückbekommt. Und er hat ja auch noch Upgrade-Potenzial. Ein Mané in der Rückrunde bei Bayern muss es gut supporten, mal eine Inform bekommen und dann kann er auch schon Upgrade bekommen und ist auch schon ganz schnell bei 93. Das wäre jetzt der Fall, wenn ihr euch kaufen wolltet, würde ich euch ja abraten vom Kauf der Flashback, sondern dann einfach die Once to Watch holen und da ein bisschen gamblen. Aber viele werden wahrscheinlich sagen, ich will die machen oder ich überlege die zu machen, weil ich viel Futter habe. Und dafür würde ich euch jetzt erstmal die besten Lösungen zeigen und am Ende verraten oder sagen, ja oder eher nein. So, gehen wir rein in die Lösungen. Team Nummer 1 sieht wie folgt aus. Ich werde nicht so viel zu den Teams sagen. Macht euch Screenshots, fotografiert es ab, pausiert das Video kurz, übernehmt das gern so. Wenn ihr an der einen oder anderen Stelle einen Spieler findet, wo ihr sagt, ey, der würde da auch reinpassen, der ist sogar ein paar hundert Münzen günstiger. Das kann sein, dass ihr eine Lösung findet, mit der ihr vielleicht nochmal 500 bis 1000 Coins spart. Die Teams müssen immer schnell gebaut werden. Aber ansonsten sind das so die günstigsten Lösungen. Und wie gesagt, Bild machen, abdingsen, da habt ihr es. Erstes Team, gehen wir rein zum zweiten Team, das sieht wie folgt aus. Hier brauchen wir schon die erste Inform, da haben wir ihn jetzt hier mal genommen, 16k gerade. Klar, wenn ihr irgendwas schon im Team habt, dann packt ihr das irgendwie mit rein, versucht das einzubauen. Aber ansonsten sind das hier die besten Lösungen. Auch versucht gerade hier die Informs. Dybala 88 kostet 30k. Mares kurz über 30k. Rakitic 88 Inform, nicht mal 30k gerade, das ist geisteskrank. Billig, sogar der Dzeko hier 88, unter 30k, sind wir schon beim letzten Team, hier auch nochmal den Rakitic, viele doppelt auch, weil die nicht viel kosten, Papi 89 bei 41k, das ist krank, die Preise, übernehmt das gern so und das wäre schon mal die günstigste Lösung. Aber die Frage ist, braucht ihr die überhaupt oder solltet ihr das Ganze vielleicht doch eher nicht machen? Da die Toadie-Zeit nochmal eine andere ist als sonst, wie gesagt, wenn ihr euch das Ganze mit Coins holen wollt, dann kauft euch, würde ich lieber so machen, die Once to Watch, weil wenn ihr, weiß nicht, zur Tots-Zeit dann schon wieder eine bessere Variante gibt für Bundesliga, dann könnt ihr die Once to Watch verkaufen und euch eine bessere Flügelkarte holen in der Bundesliga. Vielleicht hat der Mané dann eine Tots, zum Beispiel, kann sein, mit einer 96 dann und dann habt ihr keinen Bock mehr auf die 93er. Deswegen lieber die 92er holen, ihr habt einfach minus 1 überall, Mané braucht nur eine Inform, dann hat er schon genau die gleichen Stats wie die andere und ihn könnt ihr dann später noch verkaufen und die kostet sogar weniger. Ansonsten, wenn ihr es mit Futter machen wollt, macht wie folgt. Viele von euch werden wahrscheinlich, wenn sie schlau sind, erst heute zum Freitag die ganzen Packs aufmachen. Guckt, was er zieht. Wenn er Bellingham zieht und so weiter, dann könnt ihr die SBC gerne machen. Preis-Leistung ist die für mich gerechtfertigt. Absolut, absolut wirklich. Deswegen zieht erstmal eure Packs. Guckt, was er rausbekommt übers Toti. Aufgaben machen, Packs ercraften. Die SBC ist jetzt, weiß ich nicht, wie lange ist die drin, die ist bestimmt so über 10 Tage locker, ne? Die hat 30 Tage, ihr habt einen Monat Zeit, guckt, was in dem Monat zusammenbekommt an SBC-Futter und dann könnt ihr die immer noch abschließen. Wäre meine Meinung, so würde ich daran gehen. Mich würde auf jeden Fall interessieren, wie ihr diese SBC findet. Findet ihr sie teuer, findet ihr sie gut, werdet ihr sie machen oder lasst ihr die Finger davon. Schreibt das gerne in die Kommentare und ansonsten hoffe ich, wie immer, wir sehen uns sehr bald zurück hier auf meinem Kanal zu irgendeinem neuen FIFA-Video. Bis dann und rein, aber nicht im Gesicht, denn das tut weh. Das ging aber.
war schnell vorbei. Muss ich jetzt schon gehen? Dann sag ich schnell tippetippetapp. Ade, auf Wiedersehen. Hey, wir sehen uns wieder. Wir tanzen, spielen, singen Lieder. Piep, Klo, Platsch. Und machen ganz viel Quatsch. Gülle, Gülle, das wie Danja. Adios und tschö. Sayonara, Yasu, ciao. Bye, bye und adieu.